So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer Biospiel mit LS19 und der Nordfriesischen Marsch 1.6. Wollte ich nicht mehr sagen, aber ich sag's jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's wieder los. Mir geht's auch ein bisschen besser jetzt. Es war, wie ihr seht, 12:30 gerade, mitten in der Nacht. Ich hatte heute Spätschicht und ja, wir werden mal schauen. Ich habe jetzt hier noch zwei Aufträge, die ich noch fertig machen muss mit Ernten. Und da geht es beide mal um Mais, also bleibt sehr viel Mais auch über. Das ist einmal Feld 3 und dann ist es noch Feld 7, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Feld 9, Entschuldigung. Ja, das ist dann nicht mehr so groß. Oder rechteckig. Rechteckig. Okay. Gut. Ich spare jetzt, weiß ich noch nicht, vielleicht auf den nächsten Drescher, dass man dann auch mal noch einen zweiten Ernteauftrag parallel machen kann. Meine Nase juckt verrückt. So, jetzt mache ich hier Vorgewende, dass ich dann... Ach Quatsch, falsche Taste hier. Dass ich dann hier... Ich habe jetzt noch ein paar neue Add-ons... Oh, nee. Das hat er nicht gezählt, okay. Ich habe neue Add-ons noch. Add-ons. Genau, die wollte ich eigentlich wieder rausnehmen, die Mats. Aber der hier ist ganz cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist mehr so für einen amerikanische Spiele ganz cool gemacht. Stock und More Power. Weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. Dann hatte ich eigentlich noch einen LKW. Ach ja, genau, den hier. Den Scania. Auch geil. Mit IT hinten drauf, ne? Ich wollte das eigentlich so haben. Bullbar. Was heißt denn das? Ach so, hier vorne. No Bullbar und Bullbar. Dann gibt es hier noch die Motorausführung mit 880 PS. Ich glaube 730 ist der V8. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau. Sollen wir ohne Bullbar machen? Zeigt das 730. Mit Chip-Tuning dann noch. Also, ja. Und jetzt noch die Reifenvarianten. Ach so, dann hat er hier hinten Doppelbereifung und einmal Einfachbereifung, glaube ich. Ja, genau. Doppelbereifung. Ist ein bisschen logischer, ne? Dann das IT Runner Pack hinten drauf. Genau. Könnte man ja jetzt mal spaßeshalber in Fendt-Optik machen. Ganz cool. So. Dann habe ich noch, genau, das war das. Traktoren. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich noch Traktoren mit draufgenommen habe. Genau, hier den kleinen John Deere als Rasenmäher. Dann Design Plane und Weight. Weight and Rollbar. Ja, das ist wirklich so ein ganz kleiner Traktor, aber Frontladeranbau, also dann kann man noch einen Frontlader dran machen. Das ist so ein Gimmick halt, ne? Den gibt es glaube ich auch noch als Rasenmäher. Obwohl der kann hinten auch alles ziehen, was was kann ich da sogar, glaube ich, eine Antriebswelle hinten dran, hier, in dem Bereich. Genau, kann sein, dass es dazu noch ein Werkzeug gibt, zum Beispiel, wenn man jetzt bei Mähtechnik geht. Wenn man bei Mähtechnik geht. Ich weiß nicht, ob das sein soll oder ist. Müssen wir nochmal gucken, hier kurz. Wo waren wir denn? Da. John Deere 2032. Ja, dann ist das der mehr dazu. Ist jetzt grafisch ein bisschen defekt, aber das macht ja nichts. Genau, den muss ich gleich noch umsetzen. Nein.
Ich wollte, dass er ein bisschen schneller fährt. Ich habe sehr viele Add-ons jetzt noch drauf. Ach Mann, warum sage ich denn Add-ons? Ich habe schon wieder die ganze Zeit an WoW gedacht. Mods natürlich, so. Mods. Okay. Dann habe ich noch hier, das weiß ich auf jeden Fall, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, mit 9 Gewichte. Diese zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Gewicht die haben. Das sind einfach nur so Abstandshalter, denke ich auch. Nee, das ist zum Beispiel ein Gewicht, ein 2000er Gewicht. Mit diesen, die sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich. Persönlich. Was haben wir noch? Dann habe ich hier noch so eine, irgendwo habe ich noch so eine Poltergabel. Müssen wir eben mal gleich hier erstmal umsetzen. Erstmal entladen, also abtanken. Wie wird durch ein Objekt blockiert? Das ist ja doof, oder was? Na, 10 Meter davon weg. Ja, also Schnupfen ist immer noch da, so ist es nicht. Aber ja, es ist schon deutlich besser geworden. So. 2,69, was habe ich denn da jetzt gekauft? Ich hatte doch 2,70. Ach, das waren bestimmt hier Helferkosten und sowas. So. Oh. Und ab geht er, der Peter. Hier müsste man eigentlich auch noch eine Bahn fahren. Aber es kann auch sein, dass der schon fertig ist. Mit dem Feld. Dann brauchen wir das. Ne, doch, müssen wir noch. Dann stellen wir hier wieder einen Helfer ein. Und dann müsste das eigentlich auch gleich erledigt sein. Genau, hier habe ich. Ich habe jetzt auch noch ein neues Fahrzeug. Werdet ihr gleich sehen. Einmal den VW hier. Savero und dann noch den Lamborghini Gallardo, Quatsch, Aventador. Auch ein geiles Ding. Gucken wir uns dann später nochmal an. Jetzt gerade nicht. Also ich will nochmal kurz gucken, was ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, ich habe einen neuen Düngertechnik von Amazone, glaube ich. Hier genau den. Den habe ich nochmal besorgt. Und 5500 Liter. Mal gucken, ob man die Kapazität hier noch erhöhen kann auf 8200. Das ist jetzt für, genau, den gibt es auch mit Pflegebereifung. Hier kann man noch die Reifen dann wechseln. Pflegebereifung Michelin. Und genau das. Das ist vom Terragator. Das würde natürlich auch noch gehen. Das sind 22.000 Liter sogar. Den könnte man hinten auf den Terragator draufsetzen und dann damit halt kalken. Das ist ein bisschen geiler vielleicht noch als der. Ich wollte jetzt mal eben die, was ist das hier? Das ist auch dieses russische, das kann ich auch rausnehmen. Saphir. Schmader, weiß jetzt nicht genau, ob ich hier noch was Neues. Der ist glaube ich neu, Feller. Ich weiß jetzt nicht, das kann aber auch sein, dass er von diesem Anderson Pack dazugehört. Der Fortschritt, den, ja, das ist eigentlich alles so aus Technik. Quatsch, das brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, genau, ich hatte ja nochmal geguckt. Kompaktlader. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch alles neu ist. Das hier ist von JCB. Das ist für Rundballen. Frontlader. Kann natürlich auch immer sein, dass es da Mods dabei sind, die nicht funktionieren halt. Ne? Von Stoll das einmal. Das ist das aber nicht. Hier vorne war noch eins, auch von Stoll. Poltergabel und hier auch Poltergabel. Keine Ahnung. Jetzt
Jetzt lädt er schon wieder irgendwas hier. Genau, hier gibt es noch vom IT Runner Pack habe ich jetzt auch noch so Container halt, ne? Der ist auch neu. Also jetzt, ne? Der ist für mich halt. Den kann man halt da, kannst quasi fast jeden Container irgendwo absetzen. Genau, dann habe ich von Glasdin, der ist, das ist glaube ich kein Mod, dann hier von Fendt den noch. Extra Attacher, was soll das sein? Da kannst du alles Mögliche drauf abladen. Genau, die Ursus-Geschichten dann noch. Wender hatten wir ja schon. Güllefässer. Ach ja, das ist noch diese Terragator-Geschichte, dieses Wienhof. Kennen wir auch schon. Pflanzenschutz. Da gab es, glaube ich, auch nochmal was hier von, genau, Rogator. Das ist auch von Fendt. Auch ein cooles Ding. Arbeitsbreite 28 Meter. Kommt jetzt für mich nicht in Frage, weil. Oh, da schnell, okay. Da steckt man die Arbeits. Weil erstmal 5600 Liter. Und die Arbeitsbreite ist hier einfach mehr. Beim Terragator könnte man es nochmal ausprobieren. Der hat dann auch 36,6 Meter, ein bisschen mehr. Ist auch ein bisschen günstiger als der Navigator, aber da habe ich ja schon zwei von. Ich weiß jetzt gar nicht hier, Einzelkorntechnik. Ob ich da noch irgendwas geladen habe? Ich glaube eher nicht. Wenn mir jetzt noch was einfallen würde, kann ich euch das natürlich sagen. Ich hatte eigentlich einen anderen Baumwollpflücker noch dabei. Das ist dann aber hier. Müssen wir mal gucken, ob der hier irgendwo untergegangen ist. Ne, da ist nichts. In Kirovets? Ne, Belarus. Okay. Jetzt auch nichts mehr. Genau, hier der John Deere. Häcksler. Ne, hier kann man auch einiges einstellen an. Hier mit Nummernschild und all so eine Scherze und mit Logos etc. Was jetzt gerade nicht hier von Agravis ist der, ne? No Logo, Agravis Logo, dann Treiburg Reifen oder Michelin. Reifenvarianten, Breitreifen, so und so. Und hier nochmal die Motorausführung, da geht es dann nochmal hoch bis 625, 766, 800. Die Chip-Geschichten machen wir nicht, also, ne, das lassen wir aus. 8800i, das ist, denke ich mal, möglich. Krone. Die beiden Krone und der Dings. Ich wollte einfach noch ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen, dass man nicht nur sagt, okay, man macht nur das und das und das. Hier ist schon mal ein Beispiel diese ganzen John Deere Geschichten, das ist alles schön in Gelb gehalten. Das ist einmal ein Maishäcksler, das ist ein Rasen, das ist ein Aufsammler, also das ist ja, eine Mähmaschine, ne? Feldhäcksler, Schnelle von Feldhäcksler, bla bla. Was ist das denn? Ein Rostelmarsch der Dings. Bei Pflanzenschutz hat sich auch nichts mehr getan. LKWs hatte ich ja schon gezeigt. Mähdrescher, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich habe den Fendt noch mit reingenommen. Hier genau, den Fendt aus dem L17. Ist aber eigentlich der der kleine Rostelmäsch, glaube ich. Dieser hier. Ich glaube, das ist der gleiche. Ne? Wenn man sich das so anguckt, ich mache das jetzt mal so. Und dann gehe ich mal auf den und nehme den auch mal von hinten den Popo. Ja gut, das sieht ein bisschen anders aus. Oder ist das ein anderer gewesen? Kann das sein? Das ist vielleicht... Doch, der ist. Der ist es genau, ne? Das ist nur unblockiert. Aber Massey Ferguson gehört ja auch zu AG Co. Und deswegen haut es ganz gut hin. Ist dann ja wahrscheinlich auch baugleich. 8600 Liter, 306 PS. Ist dann hier wahrscheinlich genauso 306 PS, 8600 Liter, genau das gleiche.
Sieht meiner Meinung nach ein bisschen schöner aus, ein bisschen schicker aus. Aber okay, das ist halt Geschmackssache. Dann haben wir noch ein Glas Lexion 87. Was ich hier ganz geil finde, ist, dass er hier diese Maske mit dran hat. Das ist eins der Modelle, was ich persönlich am schönsten finde. Reifenvariante Standard kann man hier auch noch mit Bandlaufwerk machen. Das ist ja bei Glas, ist es ja dieses einfache nur. Diese Raupen. Crawler Set. Dann gibt es ja das. Na ja gut, es gibt jetzt noch verschiedene, aber die sind halt immer nur so rund. Beim Fendt ist das ja hier so ein Dreieck. Ne? Das kennt ihr ja. So, jetzt wollte ich aber noch eigentlich noch mal ein bisschen was hier mit dem was jetzt gerade nicht. Das müsste jetzt eigentlich fertig sein. Immer noch nicht. Okay. Dann machen wir jetzt diese Kante hier noch fertig. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da oben noch nicht alles weggemacht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Dann wird es das die Ecke da noch sein. Dann müssen wir noch mal auf die Ecke fahren. So, was hatten wir für eine Zeit? 34, ne? 34 bis 51, dann ist unsere Zeit auch schon wieder um. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bio-Schmied.